Neuer, ein Japaner im regionalen Race wieder mit 63.000 Punkten. Ja, moin. Wie kommen die hier überhaupt rein, wenn ich regional suche? Warum kommt da ein Japaner rein? Das kann dann ja nur sein, wenn der mit irgendjemandem befreundet ist oder irgendjemand nachjoint, mit dem der kürzlich gespielt hat. Na, anders geht das doch gar nicht, oder? Weil der Rest passt ja auch alles, ne? Nur der Japaner ist der Einzige, der nicht aus Europa kommt hier. Ach komm! Der war wieder 2 Meter vor uns. Wir haben sogar 3 Bananen um uns herum. Er nimmt die Red Shell hinten am Hintern, aber sie trifft uns trotzdem. Kann ich nochmal ein bisschen vorfahren, ohne mich dann wieder zu drehen und nach hinten zu fallen? Ich glaube nicht. Was war das schon wieder? Da ist nichts. Ich habe mich nicht getraut, auf das Doppel-Item zu gehen, weil ich mir dachte, die holen sich das da sowieso. Aber nö, die haben es alle einfach übergelassen, so. Ah! War auch nochmal ein Item hier, sonst wird das nichts. Boah, Billy. Nein, unser Boost ist weg. Ich fahre aber auch gerade eine Scheiße zusammen hier. Nein, nein, nein. Okay, geht doch. Endlich mal wieder. Aber bringt uns das was? Ja. Ein bisschen. Aber jetzt kommt eh nochmal der Schock rein, hundertprozentig. Dann verlieren wir auch unseren Golden Turbo Pilz. Und dann war es das schon wieder komplett. Los, wir sind auf 4? Wo kommen wir denn da hin? Nein, was tue ich? Egal, 4. bin ich mit zufrieden. 4. ist okay. Ich glaube, da maximal eine Stunde. Aha. 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 Instrumentalpiste hatten wir noch nicht. Puh, Hauptsache keine Dry bauen oder wie die Strecke heißt. 70.000, 99.000, 80.000, aber der Japaner ist immer noch da. What the hell? Und dann haben wir da noch einen drin mit 1519. Also, so wie sich die Lobby zusammenstellt, haben die auf jeden Fall nicht daran gedacht, die Punkte zu berücksichtigen, ne? Danke, Wario. Oh, Twiggy hat seinen Charakter gewechselt. Der möchte uns bestimmt verwirren. Halte die Green lieber. Das wird sonst sowieso nichts.
Ja. Ach, die ging gar nicht auf uns, okay. Ich trau mich nicht. Ich bin ein Schisser, ich trau mich nicht. Ja, und wir werden trotzdem getroffen. Okay, jetzt ist Schluss mit lustig. Ach, Banane hat getroffen. Jetzt ist nicht zu spaßen. So, aber wir kommen so nicht vor. Ja, es war so klar. Au, jetzt shopp uns noch das letzte Item weg, kurz vorm Ziel. Sind wir auf 3? Sind wir auf 3? Solange wir da bleiben, ist okay. Ja. Okay. So, Animal Crossing Dorf, Wolkenstraße, Animal Crossing, ganz klar. Wer freut sich denn da so? Der Japaner freut sich. Ich wollte mal fragen, wir wollten ja... heute werdet ihr wahrscheinlich dabei da nicht mitmachen. Wenn wir dann aber die nächsten Wochen dann mal auch Scribble spielen. Wie macht man das eigentlich? Ich habe das ja nie gespielt, das Spiel. Ist ja irgendwie ein bisschen doof, ne? Weil wenn ich zum Beispiel ein Wort wähle und was zeichne, ich meine, ihr könnt das dann ja sehen im Stream, ne? Was für ein Wort ich genommen habe und was ich zeichne. Ist das nicht irgendwie, wie macht man das? Ist das nicht irgendwie ein bisschen doof? Oder soll ich die Quelle dann immer so lange, wenn ich dann an der Reihe bin, zu zeichnen, dann ausblenden oder was? Dass man nur die Cam sieht und nicht, was ich im Browser mache. Oder wie wird das dann gemacht? Oh no, schubst doch nicht. Was? Wo ist der Donkey Kong denn da? Den hat's auch irgendwie erwischt, aber erst... eine Sekunde später, weil es einfach so leckt. Was auch kein Wunder ist, wenn ein Japaner wieder mit im Raum ist. Deswegen habe ich ja eigentlich extra regional genommen, damit es halt nicht so krass leckt wie bei global, aber... wirklich viel bringt tut das anscheinend auch nicht. Geh weg! Nein! Oh Mann! Star! Geh nach vorne. Wir müssen aufholen. Irgendwie, oh Gott, im Himmel. Nee, jetzt nicht schon wieder auf uns. Nicht schon wieder. Nein, Mann! Da war doch noch der Knochen trocken zwischen. Wir kommen aber auch einfach nicht vor im Moment, ne? Mann! Ah. War auch schon wieder nix. Der Maulwurf nervt mich so ein bisschen, ne? Und ist schon wieder 10. Easy. Oh, wenn man... Regel Nummer 1, wenn man die 8 hat, einfach Item-Taste durchspammen. Genau dafür ist das Item gedacht. Jetzt eine Kugel-Willi. Bringt er noch was? Bringt er noch was? Vielleicht ein bisschen, wenn der Maulwurf uns nicht wieder in die Quere kommt. Oh, Pilze sind gut. 6, 5, okay. Weiß ja nicht, wo das Wort steht, aber kannst du nicht deine Kamera drüber machen?
Ja, das ist dann halt auch genau in dem Bereich, wo ich dann zeichne. Glaube ich zumindest. Ich glaube, das ist auch genau in dem Bereich, wo ich auch zeichne. Das heißt, dann könnte... Ich weiß es nicht. Können wir uns ja gleich, wenn Loki und Red Hair da sind, auch wenn ihr dann heute keine Zeit habt mitzuspielen, können wir ja gleich trotzdem einfach mal starten und gucken, wie das dann so funktionieren könnte. Weil es halt schon ein bisschen doof dann, ne, wenn man im Stream dann sieht, was für ein Wort ich wähle. ist mir vorhin mal so, als ich so ein bisschen darüber nachgedacht habe, mal aufgefallen, dass es nicht ganz vorteilhaft ist. Freundesanfrage. Gehen wir halt noch schnell hin. Ach, da war bestimmt die Nischein, ne? Die Nina, sehr schön. Freund werden. Ja, jetzt sind wir Freunde. Kommen wir noch rechtzeitig zum Start. Ah, leicht verpasst. Egal, aber dann kannst du wenigstens schon, wenn du Lust hast, nachjoinen. Ach, irgendwie geht gerade so gar nichts hier rein. Come on. Obwohl ich nur Scheiße mir zusammenfahre. Das meine ich. Was war denn das? Als ob der genau den Bumerang dann wegwirft und... Lol. Ich bin jetzt aber wirklich nicht die Beste in Mario Kart. Ja, ich bin ja auch nicht wirklich gut. Siehst du ja auch. War ja auch mir nur Scheiße zusammen. Aber muss ja auch nicht gut sein, um Spaß zu haben bei Mario Kart, ne? Also Bock macht mir das trotzdem. Oh, ich dachte schon wieder, das wäre ein Red Shell. Verdammt! Wir können ja mal gucken, Nina, wie es läuft. Hier in dem Raum. Und wenn dir das keinen Spaß macht, weil die alle... ja, zu gut sind oder was weiß ich warum, dann kannst du ja auch mal vorjoinen. Dann kommen vielleicht mal in der Lobby ein paar Leute mit weniger Punkte. Und dann kann ich dir ja auch nachjoinen. Können wir auch so ausprobieren. Wow. Nein! Was tue ich? Oh mein Gott! Nein! Was zur Hölle? Sowas darf nicht passieren. Fuck, das war unser Tod, oder? Das war unser Tod. Nein! Jetzt hat der Schock uns den Stern weggenommen. Das ist ja bitter. Billy? No. Kommt wieder noch ein Bullet oder sowas? Nee. Ach, fuck. Hätten wir mal erst den Stern gezündet und... Nein, Mario! Wie kann man denn so scheiße sein? Verdammt, aber Fünfter. Immerhin. Was ist das Wichtigste? Ich kann dir gerade nicht joinen. Geht einfach nicht. Dann join du mal einen Raum vor. Join du mal einfach regional. Dann gucke ich, ob ich dir hinterher joinen kann. Ich geh mal hier raus. Raum ist wahrscheinlich voll, deswegen kannst du mir nicht nachjoinen. Join du mal. Am besten in einem regionalen. Join du mal vor. Und dann probiere ich das einfach mal aus. Mitspielen. Gucken wir mal, ob das funktioniert.
Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Wir nehmen... Oh, bloß nicht Metro. Oh, bitte bloß nicht Metro. Juhu, freust dich, kann losgehen. Metro hasse ich auch, ja, furchtbar. Metro ist furchtbar. So, schauen wir mal. So, die Strecke ist doch ganz gut. Ist doch eigentlich ganz gut zum Reinkommen. Königlich Rennpässe 7000, 1000, 1000, 6000, 7000, 3.000, 2000, 1000 Punkte. Das sieht doch einigermaßen besser aus als in meiner Lobby. Mit 80.000, 70.000, 99.000, 20.000. Weil du musst halt überlegen, man bekommt, ich glaube man bekommt, wenn man mal Erster wird, das meiste, was man glaube ich pro Strecke plus bekommen kann, sind so 28 Punkte um den Dreh. Und jetzt überleg mal, die mit 99.000 oder auch mit 80.000 Punkte, Alter, wie viel und wie oft Mario Kart die einfach spielen müssen. Oh, war das scheiße. Wow, was? Geh weg mit deiner Green. Geh weg, ich seh's schon wieder kommen. Ich lande eh drin. Oder? Ne, er wollte sich die Münzen grabben, okay. Oh nein, jetzt habe ich die Banane weggeschmissen. Oh, und die trifft mich trotzdem, das Green. Das ist doch nicht zu fassen. Aber egal, sei du mal ruhig Erster. Da kommt sowieso noch eine Blue Shell im Laufe der Strecke. Da kommt eh noch eine Blue Shell. Bleib du ruhig mal auf 1. Ah, jetzt nur die Frage. Ja. Okay, er hat aber auch gefailt. Verdammt, ey. Ah, ich bleib jetzt bestimmt nicht stehen, damit er mich nochmal überholt. Kommt das erste mit? Oh nein! Als ob uns der Buhu die Banane klaut. Wie unfair ist das denn? Oh, ist nochmal gut gegangen. Er hat nun... Was heißt nur ein Pilz? Er kann halt jetzt über die Wiese abkürzen, ne? Oh, oh. Aber er wurde getroffen von der Red. Ja, nice. Jawohl. Ah, jetzt kommt das Blue Shell. Jetzt kann das Blue Shell gerne kommen, wenn ich im Ziel bin. Kein Problem. Boah, hatte ich Pech. Was ist passiert? Hat sich nach hinten gehauen. Jetzt sind aber ein paar mehr Leute im Raum. Gefühlt alles abbekommen. Wir hatten aber da vorne auch Glück, dass das Blue Shell erst so spät kam.
Oh, zur Hafenstrecke, schön. Hör auf ein neues. Hab ich. Oh, Schutz doch nicht. War Luigi, ich hab das genau gesehen. Was? Er ist auch runtergefallen? Wie zum Teufel hat er das hingekriegt? Oh, hallo Nina. Du bist genau vor mir. Ich habe immer noch Angst vor den Greens. Okay, hat den Arai getroffen. Das Red geht nicht auf uns, sehr schön. Wer ist denn da so weit vorne? Der war Luigi, wer ist der war Luigi? Oh, 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 oh. Das war so klar. Ich fahr trotzdem oben rum. Sollte nur keine Stunts da oben machen, sonst kriegt man die Kurve, also ich zumindest, kriegt sonst die Kurve nicht mehr und irgend so ein unsichtbarer Yoshi, ja, der Willow. Das konnte man jetzt aber auch nicht ahnen. Was ist jetzt hier los? Wenn irgendeiner den Blitz hat, bitte jetzt zünden. Zufällig? Nein? Schade. Wow, wow, wow. Ah, die Blume hasse ich auch irgendwie. Die bringt irgendwie gefühlt gar nichts, die Piranha-Pflanze. Kann das sein? Irgendwie halte ich die für ziemlich unnötig. Man kann mit denen nicht mal über... Oh Gott! Nicht mal über Offroad fahren, um irgendwie ein bisschen abzukürzen. Hm. Boah, die Bombe. Gut, dass ich noch im Stern war. Ey, 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 ey! Sechster? Nö! Sorry, ja, 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 ja. Ah. Ach man, ich nehme jedes Mal vor, jetzt mal zu gucken, wie viele Punkte die alle anderen hier in dem Raum haben, vergesse es doch jedes Mal wieder. Da freut die Nina sich. Ja, ich kam irgendwie jetzt in der Strecke auch so gefühlt gar nicht nach vorne. Das war Krieg. Ich glaube, ich war nicht einmal besser als 5 oder 4. Ja, Mieri mit 26.000 Punkten schon wieder. Oha. Ich glaube, ich war nicht einmal... Doch, fünfter schon, aber ich glaube, ich war nicht einmal vierter oder besser. Die Strecke mag ich auch nicht. Weil es ja diesen eine komische Abkürzung dadurch hier durch das Wasser gibt und ich absolut nicht weiß, wie man die fährt. Und hier kann man noch einen Stunt machen, aber irgendwie... Na, man hat es, denke ich mal, gesehen, dass ich den nicht wirklich kann. Ei! Nee, okay, ich dachte schon.
Der Larry. Da triffst du zurück. Als ob der eine Tröte einsetzt. Ach, come on. Oh Gott, die Reds. Ah, ich hasse das, Mann. Man braucht einmal nur im Drift ganz kurz auf die Wiese oder sowas kommen und schon ist der Boost weg. Alter, aber die mit 26.000 Punkte da, die Mieri oder Miri oder wie auch immer, die scheint... Achso, das ist die gar nicht. Ach, ich dachte, das wäre die Rosalina. Ist die Rosalina letzter? Ich komme einfach nicht vor. Hier irgendwie so rum, so. Nein, das war nicht schlau. Was tue ich denn? Okay. Das hat einfach mal rein gar nichts gebracht. Nein. Nein. Komm, den Willow kriegen wir noch. Sechster? Sechster? Sechster. What the fuck? Wo hat denn die Nina da mitgemischt? Dritter! Oh, ist doch gut. Ja, aber du hast diese Piste auch. Ja, wir scheinen so in etwa den gleichen Geschmack zu haben, was die Strecken angeht, was? Aber Dritter ist doch in Ordnung. War ich jetzt Sechster? Sechster. Gruselvilla. Okay. Schiebschiebstrand. Yoshis Piste ist cool. Also Gruselvilla ist gut und Yoshis Piste ist gut, aber Cheep Cheep Strand ist wieder so, geht so. Okay. So, jetzt versuchen wir mal von Anfang an die Miri nicht wegziehen zu lassen. Mal gucken, ob das was wird. Wow. Ja. Ah, die Münzen hätte ich ganz gerne mitgenommen, aber was will der Martin denn hier? Martin verschwinde. Aber das ist halt ganz gefährlich, zu so einem Zeitpunkt Erster zu sein. Ne? Jetzt kommt gleich das Blue Shell. Ich kann es schon riechen. Und dann war's das schon wieder. Okay, ohne Pilz geht das hier nicht mal. Sollte ich also sein lassen. Ja, da kommt das Blue Shell. Es war klar. Shit. Nicht gut. Okay, der Schock hat so ein bisschen die anderen jetzt auch wenigstens ausgebremst. Der Schock kam ganz gut. Und wir haben immer noch eigentlich einen ganz ordentlichen Vorsprung, okay. Aber bitte jetzt nicht nochmal eine Blue Shell, dann weine ich aber. Oh, wer ist denn der blaue Yoshi direkt da hinter mir? Wie kam der denn jetzt? Ah, der hat wahrscheinlich einen Cut gezogen. Wahrscheinlich den Cut genommen, ne? Das ist Miri. Ja, das ist Miri. Diesmal werden wir Erster. Nein, wie viele Reds hat sie? Ich weine gleich. Als ob die mehrere hat. Nein, jetzt zieht sie doch noch vorbei, ne? Es ist so unglaublich. Ach, das ist der Martin. Aber trotzdem, Mann!
Warum bekommen die denn immer so viele Red Shells hinten? Oh, ich bekomme immer nur ein Block-Item, weil das andere Item immer so eine scheiß Münze ist. Und die bekommen immer 2 bis 3 Reds da hinten, ey. Das ist doch unfair. Wo ist Miri? Aber wenn Miri 4 ist, gefällt mir das. Und die Nina ist auf 8. Was für eine Schlacht, ja. Bei mir war das da vorne eigentlich ganz gemütlich, bis auf die beiden Red Shells dann, die mir einmal die Banane weggenommen haben. Ja, und das zweite, das mich dann getroffen hat. Aber ansonsten war das eigentlich ganz gemütlich da vorne gerade.